Hey Leute und herzlich willkommen bei eurem Mr. Crossday. Ja, zu einem erneuten Sitzschein-Outdoor-Video. Da hängt mein Fahrrad. Und wir sind hier im wunderschönen Bikepark Schlatten. Man kann es vielleicht da unten erkennen. Das ist die Planeiwelt. Und ja, wir machen heute hier eine Track-Übersicht. Wenn wir oben sind, fangen wir mit dem Rookie Trail und dem Flow Trail an. Den zeige ich euch als erstes. Und danach werden wir die Downhill-Strecken mal abarbeiten. Ich schnipsel das natürlich zusammen, werde euch dann in die Videobeschreibung auch die Anfänge der einzelnen Videoabschnitte posten, damit ihr auch wisst, wann was anfängt. Und ja, viel Spaß beim Gucken. Ich bin raus. Ciao! So Leute, wir stehen jetzt hier am Start des Downhill Rookie Trails. Wir haben gesagt, erste Runde Rookie Trail. Ich fahre jetzt quasi einmal um den Einstieg in den Downhill von ganz oben, von der Bergstation der Planheit herum. Alles ein bisschen leichter gemacht, natürlich, eben rookie-mäßig. Und hier jetzt stark anbremsen und rum um die Kurve. Ich werde euch das Ganze jetzt hier immer ein bisschen kommentieren. Aber es gibt natürlich auch Streckenabschnitte, bei denen ich mich ein wenig mehr konzentrieren muss und somit weniger mit euch reden kann. So, hier schön angelegte Kurve rein hier. Alles noch ein bisschen nass. Gestern und vorgestern hat es hier geregnet. Gestern wie aus Eimer und vorgestern Abend hat es angefangen. Aber ist ganz gut so. Ich bin nämlich schon gefahren. Am Samstag, da war ja alles knochentrocken und da gab es ja einige Streckenabschnitte, die waren echt schwer zu fahren, weil sie echt verdammt rutschig waren. So, hier ist der Einstieg ganz bammel gewesen. Ja, ganz normal aus rum. Stark anbremsen hier. Diese Kurve und rein hier. Kurzer Waldabschnitt, hier kleine Matschgrube und hier ist der Travel zwischen Downhill und Rookie Trail. Und natürlich erstmal mit dem Rookie lassen die Obstacles hier einfach mal links liegen. Diese kleine Brücke hier, aber die ist ja keine Herausforderung. So. Ja, alles sehr schön, sehr flowig auch, hört sich sehr gut, vor allem jetzt, wo es noch ein bisschen nass ist, nicht so rutschig, weil es so nicht staubig ist. Ich hoffe, jetzt wird das alles noch mal trockener. Ja, auch schöne Schlammgrube nach hinter dieser kleinen oder vor dieser kleinen Brücke gewesen. Und hier sind wir einmal neben den Track gefahren, aber geht natürlich gleich weiter. Hier ein paar Wellen, kann man schön Energie rausziehen, wenn man diese pusht. Und hier schön lang gezogen, die Kurve. Ich habe ja seit heute auch einen neuen Dämpfer, seit letzte Woche eine neue Gabel. Ich habe jetzt eine RockShox Lyric DH als Gabel und als Dämpfer ein Fox Float RCT. Und ja, ich muss jetzt hier mal ganz kurz anhalten, Hose hochziehen und Power ein bisschen sauber machen. Und da vorne sehe ich schon den ersten Rider vor uns. Wir versuchen uns jetzt natürlich noch zu krallen. Natürlich schön langgezogene, einfache Kurven. Sehr gut fahrbar für Anfänger und sehr flowig, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Auch ein bisschen matschig. Das liebe ich, ja, da macht es ja Spaß, wenn die Strecke so ein bisschen matschig ist. Und somit viel geiler zu fahren ist. Hier weggedrückt, diesen Hügel nicht gesprungen, nur gesurft. Hier schön in die Landung gesprungen, anbremsen und weiter hier. Und jetzt ein kleines Stück auf der Wiese, kann man sich ein bisschen erholen. Für die
Energie, die das sehr anstrengend ist. Für mich ist das mehr anstrengend hier zu reden und zu fahren, wie das Fahren selbst eigentlich. Weil ich drehe doch extrem flow. Hier ist jetzt hier um den Bewässerungsteich herum. Da drüben ein paar Wanderer. Weiß nicht, ob ihr die jetzt seht. Auch sehr schön hier. Wenn es warm ist, kann man sich hier auch mal hinsetzen. Ein paar Bänke. Sehr schön gemacht. Ja, seht ihr? Rider. Dann lässt uns anscheinend vorbei. Jetzt ist die technischere Part. So, wir müssen hier raus. Wir sind Rookie Trail. Wir sind jetzt ungefähr auf halbem Wege zur Mittelstation. Wir sind jetzt immer noch sehr geil zu fahren. Ich kann auch sehr gut bremsen, dadurch, dass es eben ein bisschen nass ist. Rutscht nicht so krass. Natürlich werden wir zurückgefallen. Bremswellen. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt hier rechts weiter. Links wäre das Auto gewesen. Jetzt hier links rein. Einbremsen kurz durch den Baum. Da links war auch noch ein Trail. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir wollen natürlich den Rookie Trail fahren. Und bis jetzt klappt das auch mit dem Reden noch sehr gut. Ist ja das erste Mal, dass ich sowas mache. Zumindest so eine lange Distanz. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich denke mal, wenn wir dann nächste Runde den Downhill rot und den schwarzen Downhill fahren, fahren bezeichnen wir übrigens auch wie im Winter die Pisten. Blau sehr einfach. Rot mittelschwer und schwarz schwer. Gucken, dass hier keiner kommt. Kommt keiner. Kann ich hier noch kurz anhalten. Nochmal meine Hose hochziehen. Weil ich natürlich heute meinen Gürtel vergessen habe. Wieder einklicken in die Pedale. Weil ihr jetzt hier ein kleines Steinfeld. Aber auch nicht schwer. Da sind wir einmal aus dem Track rausgekommen. Musste ich kurz aus der Pedale raus. Damit wir uns wieder fahren. Hier auch nochmal ein kurzes Wurzelfeld. Sehr cool zu fahren. Ja, die Finger tun schon langsam weh. Wir kamen schon langsam. Der kleine schöne Gap. Da sind wir jetzt auch nicht gefahren. Also ich weiß heute bei den Wetterbedingungen, Landung so optimal ist. Und ihr seht das. Jetzt sind wir bei der Mittelstation. Da links stehen noch ein paar Rider. Wir fahren hier weiter. Wir fahren hier links weg. In den Rookie Trail. An der Kesselalm vorbei. Hinsetzen, Füße hochziehen. Ja, jetzt hier die Einfahrt nicht verpassen. Ein bisschen blöd gemacht. In der Flowline. Hier die Linie ein bisschen zu weit außen gefahren. Deswegen hier jetzt extrem den Schwung verloren. Und hier. Genau. Sprung jetzt auch. Schön weich. Schön zu fahren. Ein enger gezogener. Aber alles nichts Schweres. Und wie der Name schon sagt, extrem flowig hier alles. Hier stark anbremsen für diese Kurve. Wieder ein paar kleine Sprünge. Und hier rechts, hier links, geht es in den Jack Lumber Trail.
habe hier geradeaus, ein paar Holz auf Decke, über die man dann fahren muss. Ein bisschen mehr durch den Wald und hier über die kleine Steinbrücke. Und weiter in diese Kurve. Weiter in die nächste. Das ist so sehr entspanntes Fahren noch. Das ist auch heute meine erste Abfahrt. Weil wir jetzt schön gefahren. Tage, wo es geregnet hat, bin ich einmal gefahren. Und naja, würde ich euch dann doch nicht antun. Ich war komplett braun aus. Und Kamera wäre total zu gewesen, ihr hättet nichts gesehen. Und so soll es auch nicht sein. Ich möchte ja hier die Track-Vorstellung machen, ne? Hier auch etwas höherer Drop. Lassen wir jetzt auch mal links liegen. Fahren einfach weiter. Und ich zeige euch jetzt hier die einfachste Line. Hier ein bisschen hoch angefahren. Ein bisschen stärkere Bremswellen. Und hier ein ruhiges Stück. Hier weiter in die Flowline. Bremsen hier und jetzt einfach laufen lassen. Sehr entspannte Track jetzt. Jetzt auch gleich wieder auf den Original Downhill Track. In der Mittelstation fängt ja der richtige Eurocup Downhill Track an. Und ja, jetzt fahren wir dann die nächste Runde. Geht so wie die übernächste. Ich werde ja dann erstmal den roten fahren. Den mittleren sozusagen. Dann erst den schwarzen. Aber jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, dass hier von rechts keiner kommt. Weil hier geht nämlich der Downhill Track lang. Wir müssen den hier kreuzen mit dem Rookie Trail. Weil der führt jetzt ein bisschen um so einen etwas steileren Abschnitt herum. Hier anbremsen dieser Kurve. Da sind wir noch schon ein paar Bremsspuren. Jetzt geht es gleich rein hier in den Downhill Track. Worum kommt nichts? Erst mit dem hier reinfahren. Weiter geht's. So Leute, bin ich wieder zurück hier. Und jetzt hier rein. Und hier die direkte Linie. Und nicht die Gruppen. Ups, da ein bisschen verbremst. Wir sind schon hier rechts. Wir sind in Downhill. Wir fahren weiter links. So lang. Ja, am Wanderweg jetzt entlang. Hier ein bisschen treten, ein bisschen pedalieren. Geht hier auch ein kleines Stückchen bergab. Hey, bergauf. Und auch sehr lustig zu fahren. Auch nicht jetzt unbedingt. Also sehr kraftfordernd. Und hier, das ist meine Lieblingskurve. Bin ich nämlich ruhig hier vor. Zwei, drei Jahren schon mal war ich nämlich hier weiter gesegelt. Kurve nicht bekommen. War zu schnell und war verdammt trocken. Scheiße, die Bremsen haben nicht richtig gebremst. Oder bin mehr gerutscht wie gebremst, nein, besser gesagt. Mit einem kleinen Abflug gemacht. Aber heute haben wir es ja bekommen. So, wir sind auch heute mal ohne Sturz gefahren. Ja, am Samstag, wo wir hier angekommen sind, gefahren, hatte ich ja gleich einen Unfall, als in der Kurve vor mir, der von oben so nicht einsichtig war, den Rider gelegt, bin ich über ihn drüber, Flachkörper mit meinem Helm in den Boden und habe mir dabei das Mendelkopf vom Mast gebrochen. Bisschen bitter. Aber nicht weiter schlimm, weil ja, für sowas hier Versicherung. So, jetzt hier an dem Lift vorbei. Wir sind hinter einem Slalomläufer hochgehen. Weiter geht's. Hier hinten war Table. Fahren wir uns rum. Sind wir gleich wieder. Lass mal raufkommen. Das ist matschig. Jetzt kommt gleich richtig eklige Wellen. Aber erstmal hier noch schön klein zu springen. Diese Wellen hier, total eklig, wenn man da nicht aufpasst. Das wäre, wenn man die nicht kennt. Vor ein paar Jahren gab es die nämlich noch nicht. Bin ich das erste Mal hier voll drüber. Noch was zu legen.
müssen jetzt natürlich hier wieder in die Strecke finden, nicht in das Gelass ist. Das ist ein bisschen rutschig. Und hier unten, oben war das glaube ich nicht so schlimm, wo der Hang hier eigentlich den ganzen Tag in der Sonne liegt. Der Track geht hier ganz von unten an. Das ist ein kleiner Double, den nimmt man natürlich mit. Wir werden die Kutsche einfach weg. Wir sind hier am Ende des Tracks, des Rookie und des Longline Tracks. Und hier auch noch ein wenig vom Downhill Track. Also Leute,